Hallo zu Underquid, Claudio Schießer mein Name. Heute geht es um das Thema Identitäre Bewegung und Martin Sellner. Warum? Ich habe letzte Woche Martin Sellner interviewt. Das war ein Exklusivgespräch im Zuge der Berichterstattung um den zweiten Verfahrensweg beim IB-Prozess. Wir erinnern uns, im letzten Jahr gab es ja gegen die Identitäre Bewegung Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft Graz. Diese führten dann zu einem Verfahren beim Landesgericht für Strafsachen in Graz und in weiterer Folge zu einem Freispruch dort in erster Instanz. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin Berufung eingelegt und nun wurde das Verfahren im Zuge eines einstigen Prozesses auf dem Oberlandesgericht Graz entschieden. Da ist man endgültig zur Überzeugung gelangt, dass die Identitäre Bewegung eben keine kriminelle Vereinigung darstellt. Hintergrund dieser Entscheidung war der, dass man gesagt hat, es ist eine Form der Agitation, es ist eine Form der politischen Propaganda, die hier sozusagen geführt wird, aber es ist noch nicht Hetze. Das heißt, es ist ein Grenzfall. Näheres dazu erkläre ich dann auch im Interview. Gleichzeitig hat man aber sehr wohl zwei Schuldsprüche bestätigt. Einer davon war in Bezug auf die Sachbeschädigung in Maria Lankowitz und der zweite in Bezug auf die Nötigung in Klagenfurt. Da hat ein IB-Mitglied oder Anhänger einen Rektor, nämlich den Herrn Dr. Oliver Witacz, genötigt. Man spricht auch von Körperverletzung und da dieser Rektor als Beamter agiert hat und das eben im ersten Verfahren am Straflandesgericht nicht berücksichtigt wurde, geht jetzt dieses Verfahren zurück, weil es muss festgestellt werden, ob eben eine schwere oder eine leichte Verletzung stattgefunden hat. Das wird jetzt einmal geprüft. Das heißt, hier geht es noch weiter. Ansonsten ist die Sache mal bereinigt fürs Erste. Und über die Details zu dem ganzen Fall, dem Verfahren und wie das Ganze abgegangen ist, rede ich mit Martin Sellner jetzt gleich im Anschluss. Noch ein kleiner Hinweis. Die ersten 4 Minuten sind ein Standbild. Das ist der Tatsache geschuldet, dass nämlich meine Kamera einen kurzen Ausfall hatte. Und bei diesem Ausfall wurde leider ein Teil von dem Bewegtbildmaterial nicht abgespeichert. Da ist nur der Ton vorhanden. Das heißt, bitte jetzt hier schauen, wenn ihr diesen Teil überspringen wollt. Da findet ihr jetzt in dieser Stelle eine kurze Einblendung von mir, wo eben dann genau der Punkt eingeblendet wird, an dem ihr das Bewegtmaterial dann findet. Gut, das war's. Viel Vergnügen mit dem Interview. Hallo zu Underquid, Claudio Schießel mein Name. Jetzt zum Langinterview mit Martin Sellner. Du hast heute einen Gerichtsprozess hinter dir gehabt am Oberlandesgericht Graz. Um was ist es dabei gegangen? Es ging um den Vorwurf der Gründung einer kriminellen Vereinigung, um Sachbeschädigung und um Verhetzung. Und es ging letztlich darum, ob das Urteil des Gerichts in Graz, des Landesgerichts, Bestand hält, nämlich dass wir freigesprochen werden in den wesentlichen Anklagepunkten, nämlich in der Frage, ob die Bewegung, meine Bewegung, die IB, eine kriminelle Vereinigung ist, ja oder nicht. Also IB, Identitäre Bewegung. Da gibt es immer wieder Diskussionen. Man nennt euch rechtsextrem, man nennt euch Neonazis. Ihr bezeichnet euch als patriotische NGO. Was ist sozusagen die Schnittmenge von dem Ganzen oder was seid ihr wirklich? Ich glaube, die Frage ist immer, wer nennt uns rechtsextrem? Wer nennt uns Neonazis? Das sind Leute, die selber links sind und zwar extrem links und aus der extrem linken Position ist man rasch einmal extrem rechts. Ich glaube, man soll uns daran messen, was wir sagen, was wir tun. Wir stehen für friedlichen Aktivismus im Stil von Greenpeace und anderen Gruppen. Straßentheater, Banneraktionen, unsere Positionen sind glasklar. Wir wollen haben, dass Österreich in 100 Jahren noch erkennbar das Land der Österreicher ist. Und dafür brauchen wir heute eine andere Migrationspolitik, eine andere Integrationspolitik und überhaupt eine andere Identitätspolitik. Und dafür stehen wir seit 2015 und wir haben viele Dinge vorweggenommen, die heute von Kurz bis hin zu anderen
Politikern Mainstream geworden sind. Also würde ich schon sagen, dass die EIB einen wichtigen Beitrag geleistet hat zur Debatte in Österreich. Du sprichst vor allem die Migration und / Asylsituation an, also diese Debatte, die sich darum spinnt. Was sind eure Standpunkte diesbezüglich? Wir als EIB, wir sehen Migration und Vielfalt und Einwanderung nicht als per se positiv, aber auch nicht als per se negativ, sondern wie in jedem Bereich ist die Frage nach der Dosis die entscheidende. Und wir glauben, dass es eine gewisse Kapazitätsgrenze gibt für ein Land an Einwanderung, die es verkraften kann, insbesondere aus sehr fremden Kulturkreisen. Wir glauben, das ist in Österreich überschritten. Und wir sind die erste und einzige Gruppe, die auch aufmerksam macht auf die katastrophale, gefährliche und mathematisch eintreffende demografische Wende, nämlich die Tatsache, dass die indigenen, autochthonen Österreicher die Minderheit im eigenen Land werden. Bei gleichzeitiger Mangel und scheiternder Integration würde das bedeuten, dass Österreich in 50, 100 Jahren ein komplett anderes Land mit anderen Gebräuchen, Sitten, einer anderen Sprache, ja einer anderen Religion sein könnte. Wir sehen die Entwicklung als gefährlich, immens gefährlich für unsere Demokratie, Identität, unsere Freiheit, unsere Wirtschaft, unser Leben in diesem Land, und aus diesem Grund sagen wir, wir wollen diesen großen Austausch aufhalten, wir wollen eine Remigration der Illegalen, sichere Grenzen und eine starke Leitkultur. Und genau die zentralen Forderungen machen die EIB aus und daran sollte man uns messen. Und wer findet, dass das rechtsextrem, rassistisch, xenophob oder sonst wie abstrus sei, ich glaube, der hat damit das Urteil über sich selber gesprochen. Wenn ich jetzt ganz böse wäre, dann würde ich sagen, das erinnert ein bisschen an sozialdemokratische Politik von 1919, 1920, als ca. 300.000 Tschechen ausgewiesen worden sind. Somit ist Österreich, wenn man jetzt sozusagen um 100 Jahre zurückgeht, eigentlich ein anderes Land mit anderer Sprache, mit anderer Kultur geworden, weil man ja auch gewisse Volksgruppen damals ausgewiesen hat. Wie siehst du das? Also ich finde, das Beispiel der Tschechen, der Ungarn, der ganzen Monarchie damals ist eigentlich ein Gegenbeispiel. Weil da haben Volksgruppen, die natürlich sehr ähnlich waren, das waren alles Europäer, alles Christen, ja, die haben nebeneinander gelebt, es gab Konflikte, es gab Streitigkeiten, aber trotzdem war es immer so, dass niemals einer seine Kultur komplett verloren hat. Es war nie gedacht, dass jetzt die Österreicher zu Tschechen werden, weil sie ihren gesamten demografischen Lücken durch tschechische Masseneinwanderung beheben wollen. Und die zweite Sache ist, wenn ein Tscheche Wiener werden wollte, also Teil der Gemeinschaft sich wirklich integrieren wollte, gab es klare Regeln. Er musste einen Eid darauf leisten, die Identität der Stadt Wien zu wahren. Und es gab da Abschiebungen, es gab Deportationen, aber es gab auch Leute, die sich eingefügt haben, zu echten Wienern wurden und keiner würde heute den Prohaskas und Pospischils ihre Identität streitig machen. Das zeigt, wie es geht. Was wir heute an der Multikulti sehen, zeigt, wie es nicht geht. Beliebig viele Massen aus komplett fremden Kulturen reinzuholen, keine klaren Regeln aufstellen, vor allem jeden, der daran Kritik übt, der sagt, es gibt hier Grenzen, es geht nicht unendlich viel, als Rassist und Fremdenfeind diffamieren, bis es nicht mehr geht. Heute geht es nicht mehr, die Politik hat sich geändert in Österreich und wir als IB sorgen dafür, dass auch die öffentliche Debatte sich ändert. Aber die Monarchie war erstens einmal ein sehr... Die Monarchie war aber ein multikultureller Staat, wenn man vor allem bedenkt, dass die Staatshymne in 13 bis 15 verschiedenen Sprachen vorhanden war. Also das war schon ein bisschen ein Unterschied zum heutigen Österreich. Wo soll sozusagen deiner Meinung nach die Reise hingehen und wäre sozusagen eine mitteleuropäische Allianz innerhalb des europäischen Kontexts der Union sozusagen deiner Meinung nach wünschenswert? Absolut. Mitteleuropa, die Visegrad-Staaten sind für uns ein Vorbild. Ich glaube, Österreich wird und muss sich hier orientieren. Mittlerweile ist ja auch Italien, ich sage immer, du schaust ein bisschen aus wie der Salvini, auch auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, unsere Vision wird sein, ein Europa der Vaterländer, ein Europa der souveränen und selbstständigen, freien Nationalstaaten, die ihre Identität erhalten, ihre Migration selber regeln und sich nicht mehr von Brüssel vorschreiben lassen, wie viele Leute und wie viele Menschenmassen sie einwandern lassen werden. Das mit den Salvini kann ich nicht ganz stehen lassen, weil ich bin Mitglied der Südtiroler Freiheit, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, ja. Das liegt darin, weil ich letzte Woche krank war. Ja, danke. Merke ich mir und trainieren muss ich sowieso. Mal wenn ich auf deinen Body schaue. Okay, genug Werbung für den Martin gemacht. Nochmal zurück zum heutigen Prozess. Ich war ja bei der Verkündung des Urteils dabei.
Ein Endsatz war, man gutiert nicht eure Arbeit, aber man sieht derzeit eigentlich keinen Grund dafür, hier sozusagen ein Gesetz schärfer auszulegen, als es tatsächlich ist. Wie siehst du das? Wir haben vorher im kurzen Live-Interview schon darüber gesprochen. Wo ist deiner Meinung nach diese Grenze zwischen Hass und Hetze und berechtigter Kritik? Also, dass der Richter oder die Richter, wenn wir im Namen aller gesprochen haben, persönlich unsere Gesinnung nicht gutieren müssen, ist mir völlig recht, ist auch kein Problem für mich. Ihre Aufgabe ist, Recht zu sprechen. Das haben sie getan. Und auch im Rahmen der heutigen Rechtsordnung ist die IB auf gar keinen Fall eine kriminelle Vereinigung. Das wurde klargestellt und der Versuch der Staatsanwaltschaft, uns hier zu zerschlagen, uns zu kriminalisieren, ist abgeschmettert worden. Sehr gute Sache. Aber, das große Aber, er hat auch gesagt, der Richter, dass wir ganz scharf an der Grenze waren, uns an der Linie bewegt haben, der Grenze der Meinungsfreiheit. Und das ist ein großes Problem, denn das war nicht immer so. Als wir die IB gegründet haben, 2012, war es glasklar, Verhetzung bedeutet Gewaltaufruf. 2016 wurde die Linie enger gezogen und auf einmal war die IB angrenzend zu einer Linie, denn jede Äußerung, die zu Hass oder Emotionen führen kann, bei den Leuten, die sie hören, gegen eine bestimmte Gruppe gerichtet, könnte Verhetzung sein. Also jede kritische Äußerung über eine geschützte Gruppe, also Muslime, Migranten, Syrer, Ausländer, könnte als Verhetzung interpretiert werden, wenn sie dazu geneigt ist, bei einer Gruppe Hass oder Verachtung hervorzurufen. Jetzt frage ich, wer entscheidet das? Das ist eine vollkommene verwaschene Bedingung, eine rein emotionale Frage. Und in Verbindung mit der kriminellen Vereinigung bedeutet das, dass jede patriotische Gruppe, die diese Fragen Masseneinwanderung, Islamisierung thematisiert, permanent das Damoklesschwert des Verbots über ihren Häupten schweben hat. Und das hat uns nicht getroffen in dem Fall, weil wir tatsächlich immer friedlich waren, immer glasklar gesagt haben, es geht uns nicht um die Ausländer, es geht uns um die Politiker und das System. Aber ich glaube, dass sich an der gesamten Gesetzeslage in Österreich nichts geändert hat, aber dass sie geändert werden muss. Es ging auch darum, dass bei einer Hausdurchsuchung ein sogenanntes Brainstorming-Konzept beschlagnahmt wurde. Darin waren laut Richter folgende Punkte enthalten, nämlich Kampf um jedes Haus, Straßenkampf, Endkampf. Und was ich mal eben notiert habe, ist, dass eben durch diese subjektive Tatseite ist es, sei es dahingestellt, welche Bedeutung und welchen Eindruck dieses Pamphlet, sage ich jetzt mal, auf Mitglieder oder zukünftige Anhänger hätte. Ich finde, das ist einer der perfidesten Punkte des Verfahrens überhaupt. Ich bin auch froh, dass du mich fragst dazu, weil, worum ging es da? Es ging um einen Schmierzettel, der irrsinnig schwierig zu entziffern war, wo eine ganze Wust an Phrasen, Formulierungen, auch Demo-Parolen aufgeschrieben waren. Ich kann genau sagen, mittlerweile habe ich eruiert, weil das entstanden ist. Ich habe lange nicht gewusst, ob das von mir ist, habe dann meine Handschrift wiedererkannt. Irgendwann bei der ersten Demo in Wien habe ich mir mal so Gedanken gemacht über mögliche Reden, mögliche Parolen, habe das aber verworfen, weil es mir selber zu pathetisch war. Es ging hier in keinster Weise um Migranten, den Islam. Im gesamten Konzept kommt das Wort kein einziges Mal vor. Es ging darum, die Stimmung gegen die Antifa, die uns blockieren will, einzuheizen. Das war der Kerngedanke dahinter. Ich habe das nicht gesagt, nicht gehalten, weil es mir selber zu peinlich und zu, aber auch ein bisschen pathetisch war. Und genau das wird jetzt hervorgekramt. Der Einzige, der das verbreitet hat, war der Staatsanwalt selbst. Alle Reden, die ich gemacht habe, alle Videos, die ich gemacht habe, ich habe fast jeden Aspekt meines Lebens öffentlich gemacht. Jeden Menschen, mit dem ich gesprochen habe, der weiß ganz genau, wofür ich stehe. Und ich finde es unglaublich perfide, dass hier rausgekramt wurde zwischen Aktenordnern, und wenn das das Einzige ist, was sie gefunden haben, ja, dann ist es meiner Meinung nach auch sehr aussagekräftig über die gesamte Anklage. Ich kann nochmal sagen, das war niemals eine Rede, ein Parteiprogramm, das war einfach ein Gritzel von mir, das ich bewusst verworfen habe. Jeder, der das Video schaut, weiß genau, man schreibt einen Kommentar und postet ihn doch nicht. Man schreibt eine E-Mail, ändert sie nochmal, man will ein Video machen, lässt es lieber, man will einen Anruf machen, macht es dann doch nicht, und genau das betrifft auch das Konzept. Ich verstehe. Anderer Punkt ist immer wieder, dass man dich auch mit Gottfried Güssel in Verbindung setzt und entsprechenden Blogs. Du hast, glaube ich, auch einmal gesagt, dass es eben diese Verbindung gegeben hat, aber dass du dich mittlerweile davon distanzierst. Wie ist dein Verhältnis zu diesen Leuten?
Verbindung hat es gegeben, die muss man nicht erfinden, habe ich auch immer ganz klar gesagt, kann man auch nachgoogeln. In meiner Jugend war ich in genau der Szene unterwegs, aber auch in Burschenschaften, habe auch Parteien angeschaut, weil es ganz einfach keine IB gab damals. Und als ich dann gemerkt habe, dass was getan werden muss für das Land, dass Patriotismus älter ist als 50 Jahre, dass das alles ein Erbe ist, das Jahrhunderte zurückgeht, war uns klar, wir brauchen etwas Neues, haben gebrochen und haben etwas Neues aufgebaut. Das auf gar keinen Fall, hat auch Richter klar gesagt, in das Verbotsgesetz hineinfällt, das aber auch eben nicht im Multikulti-Mainstream landet. Und daher haben wir zu solchen Kreisen keine Verbindung mehr. Jeder kann machen, was er glaubt. Wir gehen unseren Weg, der ganz klar jenseits von Rassismus, Chauvinismus, Antisemitismus etc. sich 100% beruft auf unsere Wurzeln, unser Volk und unsere Identität. Schließlich und endlich hat es aber auch zwei Verurteilungen gegeben, die wurden jetzt bestätigt. Einmal wegen Sachbeschädigung und einmal wegen Nötigung und / Körperverletzung, wobei letzteres jetzt nochmal zurückgeht an die erste Instanz, also ins Landesgericht, mit der Begründung, dass eben der Rektor Witocz von der Universität Klagenfurt ein Beamter wäre und hier eben geklärt werden muss, ob es sich um eine schwere oder leichte Verletzung gehandelt hat. Wie siehst du das und wie hat sich das eigentlich in Klagenfurt damals abgespielt? Also ich nehme die Verurteilung zur Kenntnis, aber ich teile die Ansicht nicht. Was Kreidespray betrifft, zeigt ja das Verwenden von Kreidespray ganz klar, dass man nicht will, dass die Sache dauerhaft dort ist. Sonst verwendet man ja Lackspray. Und wir haben wirklich geglaubt, also die Aktivisten, die das gemacht haben damals, dass Kreidespray wie auf der Beschreibung lesbar durch Wettereinflüsse verschwindet innerhalb von 2-3 Tagen. Der Plan von diesen Leuten war garantiert nicht, eine Sache dauerhaft zu beschädigen und zu beeinträchtigen. Es gab auch bisher keine Judikatur, es wurde Rechtsgeschichte geschrieben anhand der IB. Kreidesprays ab jetzt in Österreich sind strafbar. Das wusste man vorher nicht, das war die Entscheidung des Gerichts. Muss man zur Kenntnis nehmen. Gut. In der Frage wegen Klagenfurt sehe ich das auch anders, denn der Aktivist hat ja nicht den Herrn Rektor selber angegriffen, sondern er wollte weglaufen nach einer Aktion in einer Situation, als der Hörsaal extrem aufgeheizt war, als Leute geschrien haben, Leute, die Aktivisten angegangen sind. Die hatten Angst, die wollten weg. Und der Rektor Witocz hat ihn extrem wütend und auch sehr vehement festgehalten. In dem Moment konnte es dem Aktivisten gar nicht klar sein, dass es sich um einen Amtsträger und Rektor handelt. Es könnte genauso gut ein Antifaschist oder ein Student gewesen sein oder ein Lehrer oder der Hausmeister, wie auch immer. Und er hat mir auch glaubhaft versichert, ich glaube das auch, dass er sich losreißen wollte und einfach nur weg wollte und dabei ihn angerempelt hat. Dazu muss ich sagen, dass der Rektor Witocz meiner Meinung nach nicht über jeden Zweifel haben ist, also auf gar keinen Fall ein neutraler Zeuge ist. Er und die gesamte Uni Klagenfurt ist als extrem links bekannt und ich glaube, er hat sehr viele persönliche Gründe, die IB nicht zu mögen. Es gibt auch einige Äußerungen von ihm, die genau das indizieren und daher glaube ich, ist er als Zeuge nicht zu gebrauchen und zweitens sehe ich auch ehrlich gesagt die Angst des Aktivisten, der Versuch loszukommen, wegzukommen, nicht als einen Angriff. Wobei letzteres ist jetzt deine subjektive Meinung. Exakt. Natürlich. Der Richter wird entscheiden, man wird sehen, das ist meine Meinung, aber am Ende wird eine Entscheidung fallen, die wir akzeptieren werden. Zur Sachbeschädigung, werde ich mich noch auf den richterlichen Spruch quasi beziehen. Da habe ich mir notiert, Sachbeschädigungen rechtlich korrekt festgestellt, Veränderung des Erscheinungsbildes und Sachaufwand zur Reparatur waren notwendig. Auch schon im Erstverfahren ist ja auch diesbezüglich von entsprechendem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr geredet worden. Und ich glaube, das war in Maria Lankowitz. Aber es ist, wie gesagt, ein neues Rechtsgebiet wird hier erschlossen, es ist eine neue Judikatur. Denn wenn ich jetzt als Betrunkener auf dem Gehsteig mich erbreche, ja, dann braucht man auch Reinigungskosten, trotzdem ist das keine Sachbeschädigung. Ja, also nur etwas zu reinigen und wegzumachen, ja, wenn ich mit Steinen ein großes Land in ein Feld lege, dauert das vielleicht auch stundenlang, die Steine zu entfernen, aber es ist trotzdem keine Sachbeschädigung. Von daher war das meiner Meinung nach ein Graubereich, der jetzt erstmals im IB-Prozess abgesteckt wird, juristisch zum Nachteil von allen Kreativen und vor allem auch von vielen Kindern, die auf der Straße Himmel und Hölle spielen wollen.
Das wird man sehen. Und abschließend auch noch zur Sache mit Rektor Wittert von der Uni Klagenfurt. Da hat das Gericht festgestellt, dass keine fehlerhafte Beurteilung durch ihn erfolgt wäre. Er hätte das Anhaltungsrecht als Rektor. Er muss nicht überzeugt sein. Es reicht die Annahme einer Straftat, wie auch immer, eines entsprechenden Tatgegenstandes, damit er dieses Anhaltungsrecht ausüben darf. Gut. Damit sind wir mal so weit, so gut. Am Ende hat auch der Richter noch von einem Kollateralschaden gesprochen. Und ja, hast du dem Staatsanwalt sozusagen die Schneid abgekauft? Ich glaube, dass der Staatsanwalt mit seiner lang vorbereiteten Verfahren, wofür auch unglaublich viele Steuermittel verschwendet wurden, komplett abgeblitzt ist. Ich glaube, dass es für die Staatsanwaltschaft eine große Blamage war. Und dass der Versuch, die IB als eine sehr erfolgreiche, junge, patriotische Bewegung zu zerschlagen und an ihr ein Exempel zu statuieren, nach hinten losgegangen ist. Ich erlebe ein Mehr an Solidarität und ich glaube, dass auch das Urteil, das ganz klar gesagt hat, der Kern der IB, der Vereinigung, ist nicht Hass oder Sachbeschädigung, eine Wirkung haben wird, die viele Leute, die mit uns schon still sympathisieren, dazu bringen wird, nach außen zu gehen, offen aufzutreten und die IB in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Abschließend, was plant ihr jetzt? Wo seht ihr sozusagen eure Zukunft? Und ja, wie geht's bei eurem Straßenkampf weiter? Ich sage mal bewusst es so, weil ein großer Streitpunkt, den ihr mit den Linken habt, ist, dass ihr sozusagen deren Privileg, auf der Straße aktiv zu sein, abgenommen habt oder in Frage gestellt habt. Also wie geht's weiter? Ja, wir haben es gewagt, auch als Patrioten auf die Straße zu gehen und Gesicht zu zeigen und damit ein, würde ich nicht sagen Privileg, sondern Monopol in Frage gestellt, was uns die Linken bis heute nicht verzeihen. Und genau da haben wir begonnen und da geht es auch weiter, zurück auf die Straße, denn wir wurden freigesprochen, aber Österreich ist nicht freigesprochen. Denn mit uns war jeder Patriot, der kritische, manchmal provokante und pointierte Äußerungen macht zur Islamisierung und zur Masseneinwanderung, mit auf der Anklagebank. Und wir waren die erste Bewegung und Gruppe, wo man diese Verbindung von Verhetzung und krimineller Vereinigung probiert hat. Und unser Ziel und mein persönliches Ziel ist, ich will haben, dass wir die Letzten gewesen sind. Ich will haben, dass ein Freiraum entsteht, ein Möglichkeitsraum, ein angstfreier Raum für patriotische Bürger und Aktivisten in Österreich. Wir werden unsere gesamte Energie darauf fokussieren, Bewusstsein zu schaffen, Leute, die auch zu Unrecht wegen Verhetzung angeklagt wurden, zu unterstützen mit einer Ombudsmannschaft und einem Kollektiv und vor allem einer Kampagne, unsere Regierung, die FPÖ, daran zu erinnern, dass wenn man die IB als kriminelle, patriotische Meinungsmafia verurteilen kann, als nächstes die FPÖ dran wäre. Werden eigentlich die finanzrechtlichen Verfahren jetzt gegen euch eingestellt oder werdet ihr da Anträge stellen? Die laufen weiter. Wir stellen Anträge, dass wir unsere Sachen zurückbekommen, dass die Konten entfroren werden. Wir können auch endlich unsere Buchhaltung machen, weil unsere ganzen Aktenordner beschlagnahmt wurden im letzten Jahr. Das Finanzstrafverfahren wird weitergehen, aber auch da wird sich zeigen, dass wir uns nicht zur Schuld haben kommen lassen. Okay. Und abschließend nur, muss ich, wenn ich Patriot bin, identitärer sein? Nicht unbedingt, aber wenn man konsequent und mutig ist, ja. Ich bin's nicht, das bleibt dabei, bleib Journalist. An dieser Stelle danke fürs Gespräch, alles Gute weiterhin und viel Glück. Vielen Dank. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.